So, dann recht herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Pressekonferenz zum Spiel des SC Magdeburg gegen den THW Kiel vor 7.148 Zuschauern. Die Getik Arena war ausverkauft am heutigen Mittwochabend. Endstand, wie gesagt, 29:28 zur Halbzeit, das 12:15. Die erfolgreichsten Werfer auf Seiten der Gäste beim THW Kiel. Domagoj Duvnjak mit 7 Toren, 6 Tore durch Marco Vujin und 4 Tore durch Niklas Ekberg. Auf Seiten des SC Magdeburg am erfolgreichsten heute Michael Damm mit 9 Toren und Robert Weber allein nur 8-mal getroffen in der zweiten Halbzeit. Soweit diese statistischen Werte zu diesem Spiel. Wir begrüßen recht herzlich Alfred Gislason vom THW Kiel und bitten um seine Worte zu diesem Spiel. Ja, guten Abend. Also erstmal Glückwunsch an Benno, an Stabel und an SM. Wir haben natürlich gehofft, dass wir hier die beiden Punkte mitnehmen können. Das wäre extrem wichtig für uns gewesen, aber letztendlich war das, denke ich, ein sehr gutes Spiel insgesamt. Aber wenn wir in Magdeburg, ich glaube, wir haben 16 technische Fehler gemacht, dann ist es einfach zu viel und muss so viel anders gut laufen, dass es eigentlich kaum noch so kitten ist. Also letztendlich war das eng. Wir hätten gewinnen können, wir hätten das auch unentschieden holen können. Aber ist halt so in Handball. Das war, denke ich, ein richtig gutes Spiel. Leider mit falschem Ende für uns, aber so ist das. Glückwunsch nochmal, Glückwunsch zum Pokalsieg. Ja, und schade, ich denke, dass schon die Meisterschaft mehr oder weniger laufen ist für Rhein-Neckar Löwen, aber wir haben noch einige Spiele, die wir weiterkämpfen werden und schauen, was passiert. Dankeschön. Dankeschön, Alfred Gislason. Ja, Bennett, wie ist dein Blick auf das Spiel? Ja, guten Abend. Vielen Dank, Alfred, für die Glückwünsche. Ich bin natürlich sehr stolz auf meine Mannschaft, vor allen Dingen für diesen Kampf, diese Leidenschaft, diese Symbiose zwischen Fans, Zuschauern und Mannschaft. Das war über 60 Minuten, hat mein Herz gestrahlt, das wieder zu sehen. Das ist das Magdeburg, was ich einfach kenne und was ich liebe. Ich glaube trotzdem, dass wir gerade die ersten 15 Minuten bisschen gehemmt sind. Ich weiß nicht wieso, weil wir haben uns eine Menge vorgenommen. Wir wollten uns gut vor unseren Zuschauern präsentieren, haben ein bisschen Probleme ins Spiel zu finden, kommen dann nach und nach, vor allen Dingen durch eine stabile Abwehr, besser ins Spiel. Finde auch, wir verteidigen über fast 90% des Spiels sehr, sehr gut. Das, was Kiel in Leben hält, ist einfach ihre individuelle Klasse. Das muss man denn zugestehen, dass ein Dissinger, ein Duvnjak, ein Kaneas einfach überragende Einzelspieler sind, die es dann auch entscheiden können. Drum wäre ich zum Schluss wahrscheinlich auch mit einem Punkt nicht unzufrieden gewesen. Zwei sind umso schöner, mit einem Punkt nicht unzufrieden, da ich sehr zufrieden mit dem Auftritt, gerade charakterlich, meiner Jungs bin. Eine Sache möchte ich noch mal kurz loswerden, weil mich die eben ein bisschen schockiert hat. Mich hat eben gerade ein Pressevertreter gefragt, ob ich mich besonders freue, gegen Alfred Gislason zu gewinnen. Das ist völliger Quatsch, ja, dass das mal wirklich klargestellt wird. Das war ein Spiel gegen den THW Kiel. Ja? Ich wollte hier nicht die Meisterschaft entscheiden oder sonst irgendwas. Es geht darum, jeder, der mich kennt, weiß, welche große Wertschätzung Alfred bei mir hat. Er vertritt jetzt gerade die Interessen des THW Kiels, ich die SSC Magdeburg. Und daher war es für uns ein Bundesligaspiel gegen THW Kiel, was wir zu Hause gewinnen wollten. Und nicht mehr und nicht weniger. Das war mir einfach wichtig, nochmal loszuwerden. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Bennett. Dann geben wir das Wort weiter an den sportlichen Leiter Steffen Stiebler, bitte. Ja, schönen guten Abend. Ja, großes Lob an die Mannschaft. An die Trainer, das war eine sensationelle Moral, über 60 Minuten. Großes Dankeschön auch an die Zuschauer. Wir waren wieder ausverkauft heute. Der Zuschauerzuspruch die ganze Saison ist schon sensationell. Und man sieht natürlich, dass die Mannschaft dann auch auf so einer Welle mitfährt und das auch genießt. Und ich denke mal, dass das sicherlich ein glücklicher Sieg war, aber nicht unverdient. Und wir hatten jetzt innerhalb von einer Woche zwei so eine Highlights. Es kann gerne so weitergehen. Dankeschön. Danke, Steffen Stiebler. Fragen an die Verantwortlichen von unseren Medienvertretern? Wenn möglich, bitte mit Mikrofon.
zuckt nichts, es will keiner noch mal eine Nachfrage stellen. Dann habe ich noch die Resultate vom heutigen Abend, die bereits durch sind. Hannover-Burgdorf gegen die Füchse 25-22, TuS N. Lübbecke gegen den Bergischen HC 26-27 und HSG Wetzlar gegen Lemgo 29-22 und in der 47. Minute führt Flensburg in Melsungen mit 28-20. Göppingen zur Halbzeit führt gegen Stuttgart mit 17-16 und Leipzig gegen Rhein-Neckar-Löwen steht es momentan 4-8, aber die sind noch im ersten Viertel des Spiels. Dann danke ich recht herzlich, wünsche den Gästen angenehme Heimreise. Viel Erfolg dann auf dem weiteren Weg, Alfred. Dankeschön. Und wir sehen uns wieder am 22. Mai. Dankeschön und schöne Pfingsten. Wiedersehen.